Das ganze Volk mit dem Gewehr in der Hand. Männer und Frauen, Alte und Junge in der Demokratischen Volksrepublik Korea haben in ihre Hände die Gewehre genommen. Die Berge und Felder in Korea haben sich nun in Stellungen und Schützengräben verwandelt. Voller Wut verteidigen wir mit Gewehren in den Händen die gedeihende Heimat. Auf dem ehrenvollen Weg stehen heute Millionen zählende Kämpfer. Auf ihren Schultern glänzen die Gewehre, mit denen man die japanischen Aggressoren vernichtete. Warum wird Korea zum Kriegsplatz? Das ist darauf zurückzuführen, dass die USA und ihre Handlanger hintereinander die gemeinen Sanktionsresolutionen gegen die TVIAK fabriziert hatten und unter Einsatz von groß angelegten aggressiven Streitkräften die gemeinsamen Militärübungen Kirisol von Adler für einen Atomkrieg abhalten. Da die Koreaner die Souveränität als lebensnotwendig betrachten und den Frieden so sehr lieben, nahmen sie Waffen in die Hände. Ein 80-jähriger alter Kriegsveteran, der in den 1950er Jahren an dem Koreakrieg entfesselt durch die USA teilgenommen hatte, sagt: Auch heute bewahre ich in meinem Herzen die Munitionen, die ich in den 1950er Jahren im flammenden Schützengrab nicht ausgeschossen habe. Gib mir Waffe, damit ich die Munitionen, die ich damals nicht geschossen habe, in vollen Zügen schießen kann. Unsere Gewehre sind für Gerechtigkeit da. Mit denen wollen wir unseren Zorn, den wir über ein halbes Jahrhundert lang geduldet haben, an den Feinden auslassen und ihnen all die bösen Taten mit Tod vergelten. Deswegen halten die einfachen Arbeiter, Bauern, Intellektuellen, Jugendlichen, Studenten und Schüler der TVIAK Hammer, Sichel und Pinsel in einer Hand und die Gewehre in der anderen Hand fest. Meine ganze Heimat ist eine uneinnehmbare Festung. Wir sind die tapferen und unbesiegbaren Soldaten. Auf dem ehrenvollen Weg stehen heute Millionen zählende Kämpfer. Auf ihren Schultern glänzen die Gewehre, mit denen man im vergangenen Krieg Feinde vernichtete. Auf Arbeitsplätzen und in den Hoch- und Fachschulen fasst man jetzt einen festen Entschluss, die Feinde zu zerschlagen. Obwohl ihre Arbeitsstätten, Wohnorte, Berufe, Dienste und ihr Geschlecht und Alter unterschiedlich sind, sind sie im festen Willen dazu, die US-Aggressoren und ihre Helfershelfer Südkoreas für ewig von der Erde auszuschalten. 그놈들 어떻게 용서할 수 있겠습니까? Wir dürfen den Feinden nie verzeihen. Wenn unser Befehlshaber den Befehl erteilt, werde ich gleich auf der Stelle mit dem Gewehr in der Hand den Feinden Feuerhagel geben. Wir werden in höchster Alarmbereitschaft sein und den Aggressoren und Provokateuren einen unbarmherzigen Gegenschlag versetzen. Ich bin der Meinung, dass ich in die Armee eintreten muss, um unser Glück vor der Aggression der Feinde zu schützen. Wir, die jungen Studenten, werden mit der Waffe der Gerechtigkeit in der Hand, in der wir früher die Feder hielten, die US-Aggressoren mit einem Schlag vernichten und die historische Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes, den lang gehegten Wunsch der Nation, auf alle Fälle erfüllen. Falls die Aggressoren unsere Republik präventiv angreifen, werden wir, wie die älteren Brüder und Schwestern in der Volksarmee, gegen die Feinde kämpfen und mit ihnen abrechnen. Wir Jugendliche werden in einem Atemzug die Feinde allesamt vernichten und auf dem Gipfel des Berges Hannasan auf der Insel Jeju-do in Südkorea die blau-rote Fahne der Republik heftig flattern lassen. Alle Bürger in der TVIAK sind der gleichen Meinung.
Falls die USA und Südkorea wagemutig auf das Territorium Territorialgewässer und Luft der TVIAK einen einzigen Schuss geben, werden die Bürger der TVIAK diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen und die Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes den Wunsch der Nation erfüllen. So nahm das ganze Volk das Gewehr in die Hand. Solange die Feinde im Süden meine Heimat sind, werden wir die Gewehre noch fester in der Hand halten. Auf dem ehrenvollen Weg glänzen die Waffen der Revolution heute auf Schultern der millionenzählenden Kämpfer.